Hoffentlich ist das schön aufgelaufen und musst du zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl, noch bevor hier alles über für immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen, aber wo bleibt dann der Spaß? Ich glaube, die Mädels, die da drin waren, die hatten, die waren nicht einfach. Die waren nicht einfach. Der Sicherheitschef, 200 PS, welches ist ein Wein mit dem Schneemobil. Oh mein Gott. Aber liebe Jungs, sind wir mal ehrlich. Das hätten wir auch gemacht. Schneemobil dran, einfach durch das zugeschnittene Becken gefahren und einfach gekrölt wie so ein Ochse. So, wollen wir mal zum Überlaufbecken und gucken, wer, ob die Alte da wieder feuchtfröhlich drumrum trommelt. Sieht aber gut aus. Ich hätte vielleicht auch schnell reisen können, aber dann hätte ich... schön. Das Geräusch wird lauter. Wir sind ja auch fast da. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Weiß man nicht, was für ein Spaß sie hier dran hat, aber okay. Hinterfrag's nicht. Muss ich jetzt hier runter? Boah, komm schon. Ich will doch einfach nur runterfallen. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, hier gibt's noch eine... Live-Aufzeichnung. Live aus dem weltberühmten Überlauf-Becken-Studio. Das Concrete Beach Party. What the? Und 1, 2, 3, 4. Was? Was? Okay. Aha. Erinnert mich so ein bisschen an Tic-Tac-Toe. Kennt ihr natürlich nur, wenn ihr alt genug seid. Ich will zwar nichts sagen, aber... Das hat was. Yo, das kommt noch von MP3-Player. Und was machst du da? Bei der Musik wundert es mich nicht, dass die Menschen im Game gestorben sind. Ja. Du freust dich wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Mädchen, du haust auf Metall. Kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Ich will ihr den Glauben jetzt nicht nehmen, aber... Nicht allein für mich. Auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bei der Musik wundert es mich nicht, dass Menschen im Game gestorben sind. Als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ich musste so ein bisschen an Tic-Tac-Toe denken, weil die haben ja auch immer so gemacht. Ich bin mir... Oh, drei Blauglanz, nicht schlecht. Hat sich gelohnt, war lustig, muss man sagen. Im Radio will ich es trotzdem nicht hören. Was haben wir hier? Finde ich hier den Text?
Lieber niemand. Das ist bestimmt auch wieder lustig. Die Automobile sind unterwegs. Meins bringt mich zu meinem Apartment in Cody. Iris bringt sie zum Vertiport. Sie hat heute ihr Gepäck mit auf die Arbeit genommen. Alles, was sie besitzt, verstaut in zwei kleine Koffern. Sie trägt die schicksten Klamotten, in denen ich sie je gesehen habe. Für meine Mama, sagt sie. Sie hat mir das Outfit gekauft. Man glaubt es kaum. Normalerweise wäre es mir ja egal, aber ich weiß nicht. Sie hat gerade schon viele Sorgen. Wir liefen heute durch den Damm, hörten uns all die Aufzeichnungen an, lasen all die Nachrichten und vielleicht ist es schon, aber natürlich halten wir auch nach der Schule Kontaktsache. Aber ich habe keine Angst, mehr Laura zu verlieren. Wir sind eine Familie. Wir haben uns nicht geerbt oder uns miteinander abgefunden. Wir haben uns ausgesucht. Und keine noch so riesige Entfernungen, keine Penner in schlecht sitzenden Anzügen, keine unterwürfigen Roboter werden uns auseinanderbringen. Also hör zu. Falls du das hier wirklich mal irgendjemand finden sollte, hier ist die Wahrheit. Es gab diese Band namens Concrete Beach Party. Und für einen kurzen Augenblick war sie die beste Band der Welt. Und du, wer auch immer du sein magst, hast riesiges Glück, weil du die einzige Person bist, die sie jemals hören wird. Bitte, bis niemals. Die letzten Mädels der Welt. Die hatten Spaß, okay? Die waren zwar nicht gut, aber sie haben einfach gedacht, scheiß drauf, wir ziehen's durch. Das finde ich super. Doch, das hat mir gefallen. Grottenschlecht, aber mit Freude bei der Sache. So muss das sein. Schön. So, lass mir die Alte da unten mal ein bisschen rumklopfen. Das ist okay. Und dann wollen wir mal weiter. Na, Hino, was sagst du denn zu den letzten Mädels der Welt? Zählst du dich dazu? Das Lied hat jetzt ganz viele Zuschauer vergrault. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. So, wo muss ich denn hin? Da lang. Wollen wir mal mit dem... Warte mal, haben wir hier noch irgendwie eine Aufgabe? Nein. Finde ein Schienenteil. Machen wir... Warte mal. Wo ist denn das Schienenteil? Machen wir erstmal Schamanenschmied. Weiß nicht so ganz. Ja. Man muss den Gedanken dahinter werten, nicht die Musik und das Resultat selbst. Würde ich sagen. So, was kannst du. Wie viel Blauglanz habe ich denn? 4, ja, das bringt nichts. Ich brauche mindestens 12. Alles muss ich jetzt nicht zwingend haben, aber der Scharfschussbogen, den hätte ich schon gerne. Weil der macht dir nochmal. Wenn du den ein bisschen überspannst, kannst du damit ordentlich Damage raushauen. Wie findet ihr das DLC generell so ganz aktuell? Man hat so einen gewissen Charme. Boah, ich habe immer noch eine leichte Träne im Auge vor dem Lachen, weil ich eben so gelacht habe wie so ein Blöder. Naja, so tückisch finde ich den Pfad jetzt nicht. Ja, hier ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber Aloy noch nicht. Es hört sich an, als gäbe es hier irgendwas. Aber scheinbar nicht. Oha. Wollen wir mal speichern. Man weiß ja nie. Ich bin weit oben. Der Schamanenpfad muss hier irgendwo sein. Eine dieser Markierungen, von denen Nightwolf sprach. Folge den Markierungen. Die haben wahrscheinlich hier mit Sonnenlicht gespielt. Okay. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Ah, okay, verstehe. Die Frage ist jetzt nur, was kriege ich denn? Ja, ich weiß. Ich will ja nur mal gucken, ob es hier irgendwas zu finden gibt oder ob das so gewollte Irreführungen sind, dass es nicht linear bleibt. Okay. Soll ich
muss tiefer in die kalte, unheimliche Eishöhle. Dann mal rein. Ich muss erstmal wieder ein paar Pfeile herstellen. Genau sowas habe ich gesucht. Vorratskisten. Nicht der Ausgang, aber Ausrüstung. Wenn es hier Ausrüstung gibt, gibt es hier auch Gefahren. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Yep. Der Fokus sieht die Markierungen. Das ist gemein, okay. Trotzdem will ich mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Vorratskiste. Ich will nämlich nicht irgendwie in eine Falle geraten. Ja, ich weiß, aber ich will doch die Vorratskiste finden, Aloy. Du solltest mich doch langsam kennen, mich alte Lootsau. Ich dreh lieber um. Aber erst diese Beute. Siehste, Mädchen lernt. Die hört mir zu. Muss ich nur gucken, ob das der richtige Weg ist, oder? Nee. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ja. Ihr kennt ja mich und meine Orientierung in Spielen, die ist broken. Bin trotzdem vorsichtig, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ob wir hier alleine sind. Ist das nächste Windspiel? Noch eine Markierung. Gut. Sackgasse. Aber immerhin Beute. So, aber es sieht alles aus, als wenn das Zeug wäre, was wir nicht wirklich brauchen. Weil ich halt eigentlich nur mit Pfeil und Bogen rumeier. Das wäre echt mal eine Herausforderung. Das Spiel auch super schwer ohne Pfeil und Bogen. Darf ich nicht zu laut sagen. Kommt der Justin wieder auf böse Gedanken. Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Manchmal nehme ich, also in der Regel nehme ich immer erst den falschen Weg. In der Hoffnung oder in der Befürchtung, irgendwas Interessantes zu verpassen. Aber ich glaube, das ist hier nur semi-blind, weil ich das hier... Da habe ich doch schon gehört. Da habe ich doch schon was gehört. Frage ist jetzt nur... Nicht hier lang. Aber dann... Verstehe. Hoch. Ja. Vor allem Pirscher. Okay.
gefällt mir gar nicht. Weil ich bin hier nämlich an einem relativ schlechten Zeitpunkt. Wenn ihr jetzt irgendwie anders da... Einfach reinrennen. Ja, genau. Wo ist der hin? Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot. Und ich werde darunter rennen müssen. Ich kenne das Spiel doch. Go, go. Einfach reinrennen. Hat ja bei Dark Souls so gut geklappt. Sackgasse. War immerhin heute. Was hat mich da angeschossen? Du Lappen. Alter, das hat aber jetzt Aua Bo Hauer gemacht. Die Pirscher sind echt übel. Vor allem, wenn du halt unvorbereitet in diese Lappen reinrennst. Aber einmal einen Peitschenschlag von denen bekommen. Der Schwanz von denen hat der Aloy nicht gut getan. Das ist so grausam, diese Wortspiele. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Dahin müssen wir. Das sieht schon echt übel aus. Aber sieht schon sehr geil. Schon sehr, sehr geil. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich will mal Unterschied machen. Machen wir mal. Warum eigentlich nicht? Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Die 2 Minuten. So, alles niedrig. Ultraleistung. Weißt du was, wir machen es einfach aus. Sieht trotzdem ziemlich geil aus. Kann man einfach nichts sagen. Auch nicht schlecht. Da müssen wir durch. Das wird ein Spaß. Oder da sind wir größtenteils schon durchgegangen. Nee, machen wir ausgewogen. Normalerweise kann ich auf Ultra spielen, kein Problem. Ich krieg da jedenfalls mehr FPS hin. Aber mit OBS ist der Prozessor einfach zu ausgelastet. Das ist schon geil. Wie? Wir müssen die Markierung noch setzen. Ich dachte, die Höhle war der... Dass es da lang geht, hätte ich auch so gewusst. Ja, so schwer war das jetzt nicht. Solche Wippenspiele habe ich als Kind auch immer gemacht. Eieiei. Wie komme ich da rüber?
Gut. Runter, dann hoch. Ja, das hätte nicht sein gemusst. Okay, warte mal. Habe ich noch... Ja, ich habe noch genug Tränke. Als hätte das Spiel es geahnt. Vorratskiste. Pigment. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das braucht man, glaube ich, irgendwie. Aktiviere die Brücke. Ja, ich dachte, ich muss erst runter, dann hoch. Ich muss wohl da hoch, zu dem Seil. Das ist mir schon klar. Warte mal. Ob ich da hoch kann? Da geht's hoch. Ah. Nicht gesehen. Ja, ich bin ein Blindfisch, okay. Aber wer hat's nicht gesehen? Ich muss am Seil ziehen, um das Ding in Position zu bringen. Das. Okay, die Brücke füllt sich. Autsch. Ich würde sagen, die Heilung gibt es ja nicht umsonst. Ich hätte vielleicht die andere Leiter nehmen sollen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie mache ich denn das jetzt am blödesten? Das schafft die Aloy so nicht. Yo. Lass mich raten, nach da drüben. Und ich komme dann nur zurück. Na super. Da gibt es auch noch was, glaube ich. Warte mal, ich guck mal. Nee, das ist nur eine eingestürzte Brücke. Für den Notfall, dass man mal runterfällt. Ja, das fand ich bei Days Gone so ein bisschen komisch. Weil das irgendwie so ein bisschen geklaut war, gefühlt. Also die Aloy hat ja den Fokus, wo sie Dinge sieht, die man so nicht sieht. Und bei Geralt war das ja so, dass es der Dingsbums ist. die Hexersinne, aber bei Days Gone gibt es halt... Oder, ja, was heißt gibt es nicht, aber... Gibt es keine Rechtfertigung dafür, dass der Deacon irgendwelche Spurenlesersachen drauf hat, mit denen er halt besondere Sachen sieht, die sonst keiner sieht. Muss ich aber auch nochmal machen. Days Gone ist auch wieder so ein Spiel, was ich vergessen habe. Es gibt so viele Games, die ich spielen will und so wenig Zeit und so und nur begrenzt Lust. Also es ist schwierig. Days Gone, Final Fantasy 7 Remake würde ich gerne. Was? Auf deinen Zehen? Oha. Fall bloß nicht runter. Was ist das? Eine neue Maschine? Ja, das glaube ich. Gleich mal Baby machen erstmal. Warum gehst du nicht aus, Controller? Hier ist irgendetwas Neues. Mein Switch-Controller geht nicht aus, der bleibt alles an. Switch kann keinen Laut von sich geben, weil ich den nicht aktiviert habe. Beim Switch habe ich nur... Beim HDMI-Switch ist nur die PlayStation 4 gerade. Dann aber diesen Standby. Kurz Baby machen.
So, da bin ich wieder. Entschuldigt. Ich will mich nicht zur Kante fallen lassen. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das Vieh scannen kann. Weiter nach oben. Das ist mir schon klar. So, wollen wir mal ein bisschen aufwerten. So, von den Pfeilen habe ich jetzt 3 im Schussfeld. Mal gucken, wie viel. Oh ja, wir haben schon 5 Fähigkeitspunkte. 5 Stück. Sebastian, ich mache das gleich hier. Warum eigentlich nicht? Kampfüberbrückung. Verlängert die Zeit. Was haben wir hier? Reitmaschine rufen brauche ich auch nicht. Präzision. Zurückschlagen. Nein, das interessiert mich auch nicht. Schneller Sprint. Sprint ist leise, sodass ich Nahfeinde nicht so schnell bemerken. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Starker Schlag. Der ist auch nicht schlecht. Anführerschlag ist auch nicht verkehrt, aber den benutze ich halt so selten. Schlag von unten. Ausweichtalent. Halte B für eine lange Ausweichrolle gedrückt. Das vielleicht, ja, das sollte ich als nächstes fokussieren. Das ist doch eine Sache, die ich dann länger benutze. Das ist wieder so ein Kontrollturm. Ja. Nicht ganz so geil. Ich glaube, es geht es geht mit der Action los. Warum war mir das so klar? Ich kann ihn halt nicht zerstören, solange ich. Fuck. Die Sicht ist null. Holy moly! Rostklaue. Ich warte, bis er sich wieder nach vorne beugt. So. Komm, kleiner King Kong, komm zu mir. Ich schieß dir ein Pfeil von hier. Hat er gerade eine Ausweichrolle gemacht? No. Was zum Geier? Thank you.
Neue Maschine erledigt. Und jetzt suche ich Urea. Sperrspulen. Oh, Drähte. Geil. Die geben richtig Drähte. Naja, 20 ist okay. Ja, ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Doch, der hat. Der war jetzt nicht schwer. Aber der war jetzt auch nicht. Der war jetzt auch nicht ganz einfach. Also, ich hatte schon großen Respekt vor dem Kampf. Das muss man einfach sagen. Diesbezüglich haben wir es eigentlich ganz gut gemeistert. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht uns doch mal den Spaß gönnen und auf schwer schalten. Weil ich so langsam wieder im Spiel drin bin. Und nein, ich werde es nicht auf Hardcore schalten. PC-Version ist nochmal. Hat nochmal den Hardcore-Modus bekommen. Da dachte ich mir so, einfach nein. Okay. Aber ansonsten. Ich weiß halt nur nicht, was da jetzt der große Unterschied ist. Achso, ich muss ja hier weiter hoch. Ja, okay. Ja, wenn wir die DLCs durchhaben, werden wir das Let's Play mit der normalen Story auf YouTube weitermachen. Also beziehungsweise... Boah, wollen wir mal gucken. So, haben wir es dann hier. Lad mal ein bisschen schneller. Muss mal eigentlich gucken. Was für ein Scheiß ich mir angucke, da fragen wir nicht, okay. Ich meine, ich wäre bei 19. Also 10 habe ich jetzt heute veröffentlicht. Wir sind jetzt bis Part 19, habe ich schon hochgeladen. Das ist noch auf Privat. Und jetzt müsste ich eigentlich Spielvideos. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist Pokémon. Stimmt, das war unser Pokémon-Abend. Das war Forbidden West. Habe ich natürlich noch drin. Für den Fall, dass wir es... ja, ich benutze YouTube eigentlich einfach nur als Online-Speicher. Shadowplay, Horizon Zero Dawn. Ja, 20 habe ich noch aufgenommen. Okay. Das kriegen wir hin. Ja. So. Ja. Wird interessant. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Ja. Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Das ist gefrorener Maschinentreibstoff. Oder Maschinenflüssigkeit. Mehr ist das nicht. So. Da musste ich jetzt nochmal den Chat in den Vordergrund stecken. Naltuk sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme besser die Treppe. So, wollen wir mal gucken, wo die alte ein hin altes ist. Tor. Vielleicht ist Urea dort. Die Schamanen wissen bestimmt was die anderen nicht wissen. Und halten es geheim. Aber ihr könnt jetzt bestimmen, was ich mir reinpfeife. Für meine fette Wampe. Pombeer, normal oder Ketchup? Ich brauche zu klappern. So. Jetzt machen wir mal ein bisschen Verpflegung für den Streamer zurecht. Ich habe aber so einen riesigen Futtertrog. Da passen 3 Packungen Chips rein. Wenn ich die voll gefressen habe, dann stelle ich mich auf die Waage und heule. Oh Mann. So. Na, bin mal gespannt. Also ich habe mir beide Packungen geholt. Ich weiß nur nicht, welche ich zuerst esse.
Und ja, mal gucken, wer alles reinkommt, wie aktiv ist es. Vielleicht können wir noch was zusammen zocken später. Gut, auf jeden Fall. Was ist das? 10. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares... Oh Mann, ich sollte ins Bett gehen. Ja, Upgrades ist eine Sache, aber müsste man den Prozessor nicht komplett austauschen und neu bauen, um die Rechenleistung zu erhöhen? Also ich stelle mir das jetzt ein bisschen schwierig vor, zum Beispiel einen 4-Kerner so aufzuwerten, dass er 6-Kerne hat. Außer es ist ein Server-Rack, dann könnte man es natürlich so machen, dass man einen zweiten, seltsame Ausrüstung. Dass man in einen Rack einen zweiten, Server installiert, dass die sich dann die, Rechenleistung teilen. In normalen Racks sind ja auch mehrere Prozessoren reingesetzt, aber die dienen meistens erstens um Prozessaufteilung und zweitens unter als gegebenenfalls auch mit Ausfallschutz drin. Und dementsprechend bestehen solche Racks oder solche Farmen sozusagen größtenteils aus verschiedenen Clustern, die sich dann die Aufgaben halt aufteilen. Verschlossen. Vielleicht kann mein Fokus helfen. B und C. Geh erstmal hier lang, gucken, ob ich hier was finde. Ich habe das Spiel schon theoretisch zweimal durchgespielt. Traurigerweise nur einmal das Iceborne hier, dieses Frozen Wilds, das DLC. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir einfach mal im Stream. Die Hauptstory bleibt einfach auf YouTube vorbehalten, weil ihr es halt schon kennt. Ich kenne bloß, dass Firebreak scheitern wird. Ohne eine leitende Intelligenz, die nicht nur denken kann, sondern auch fühlen. Leitende Intelligenz, also eine KI, die denkt, die auch fühlen kann. Ist das nicht gefährlich? Vor allem wendet sie sich gegen die Schöpfer, wenn man jetzt ein bisschen logisch denkt, so nach dem Motto, ja, Schöpfer XY ist größtenteils, also der Mensch ist in der Regel sein eigener Feind, weil er mehr Schaden anrichtet, als er gut machen will. Oder hier könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Ja, ich weiß, Aloy. Irgendwas hier drüben verkabelt. Damit, mit dem Quellknoten. Die Frage ist, wie aktivieren wir den? Da wollte ich doch gerade hin. Und dementsprechend, aber was ist, wenn eine KI, die nicht nur denkt, sondern auch fühlt, ja, mit was für Gefühlen willst du die ausstatten? Weil wer fühlen kann, kann auch Hass fühlen. Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Lol. Ich habe keine Ahnung, was SLC ist, aber der... Ich habe so das Gefühl, dass der nicht ganz ernst genommen wurde. Aber wenn... Wenn der mir so kommen würde, würde ich auch sagen, fick dich, du kleiner Gnome. Dann würde ich auch denken, ja. Nee, ich möchte, dass ihr die Anweisung lest, denn, Mann, komm schon, das geht auch freundlicher. Aber ja, das hat auch eine, ein Gefühl, dementsprechend ist es ein bisschen schwierig. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Dann hab ich mir gedacht, Anika. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Würde so machen, Anita. Furzt mal so richtig schön, so richtig aus tiefster Seele, so richtig mit Schmackes. Und wenn er das kontrollieren will, dann soll er es aufschnuppern. Richtig schön ins Gesicht geschüttet. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Okay. Wie ich höre, haben einige Mitglieder unseres Personals Probleme mit unserem hochmodernen, ultrasicheren und absolut erforderlichen Orbikularstrahltürschloss. Gut, also nochmal ganz langsam. Das Ding ist mit in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man einschalten. Ja, ich weiß, kompliziert, oder? Ach, komm schon.
Dann müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Datenstrom mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Manche Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten. Die sollte man besser vermeiden. Dürfte nicht allzu komplex sein, wenn die Dinger rot sind. Wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon mal in der Vorschule gelernt haben. Aber man weiß ja nie. Wie auch immer, das war's. Okay, verstehe. Ja. Also das, was wir eben mit diesem Gildun hatten, müssen wir hier auch machen. Nur, dass es hier kein Wasserzulauf und Ablauf ist, sondern dass es hier ein Datenstrom ist. Alles ja auch so funktioniert. Was soll ich mit diesen Lichtern machen? Muss die drehen. Im Uhrzeigersinn. Sie drehen sich und ändern den Lichtfluss. Das ist soweit okay. Es ist, ist relativ einfach. Na gut, mal sehen, ob offen ist. Also da war das Wasserrätsel ein bisschen komplexer. Aber der Typ hat mir gefallen. Der Gildrun, der war lustig. Der hat sich gefreut, auch wenn er ein bisschen enttäuscht wurde. Hat mir schon so ein bisschen leid getan für den, aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Man hat auch gemerkt, dass die Aloy ihn gemocht hat. So. Dann begrüße ich erstmal die anderen Zuschauer. Ein paar sind dazugekommen. Erstmal Hallöchen. Falls ihr mich noch nicht kennt. Hallo, ich bin der Wallner. Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, der mal den Meister der dummen Sprüche kennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann, sagt jeder hier in dem Stream nur noch typisch Grafi. Habe ich aus typisch Andy geklaut, habe ich als Kind gerne geguckt. Okay, hinterfragen wir das nicht. Der Meister der Streiche. Das waren noch Serien. Okay. Seit dem Übel sind auch beigebracht, mit vollem Mund zu reden. Frische Luft war aus. Sagen wir es mal so, meine Mutter war nicht begeistert, dass ich Fan von dieser Person, von diesem Cartoon war. Und wie allen Kindern war uns das einfach mal scheißegal. Gut, ja, ich wollte jetzt hier geradeaus. Wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Ich weiß nicht warum, Aloy, aber das hat sich gerade so ganz komisch angehört, als würdest du mir ins Ohr flüstern, dass... Ich muss wohl zu diesen Treppen. War gruselig. Oh, ja. Okay. Ich habe schon, als ich die Kante nicht erreicht habe, dachte ich, ich falle jetzt in den Tod. Aber das scheint so gewollt zu sein. Die Frage ist, sollte ich mich vorbereiten? Aber sieht eigentlich recht friedlich aus. Na, speichern wir mal zur Not. Es ist zwar schön, aber es ist viel zu viel gelaufen.